Frühstücksfernsehen am Abend, das gibt es nur bei Ihrem regionalen Lieblingssender. Bei mir darf ich ganz herzlich begrüßen, stellvertretend für die vielen, vielen Helfer, Tübinger Nikolauslauf, die 41. Auflage, Gerold Niesel und Dr. Johannes Heil. Gerold, früh aufstehen, unbedingt. Ja, ganz klar. Nikolauslauf ist Kult und da gibt es natürlich 10 Uhr für die Läufer. Wir beginnen immer pünktlich zum 41. Mal. Ich bin gespannt, aber ich bin zuversichtlich, dass wir wieder alles gut packen. Ja, das geht darum, dass die Qualität für den einzelnen Läufer dann nicht leidet. Die Strecke ist an gewissen Stellen ein bisschen schmal und dann sollte es zu keinen Engpässen kommen. Und deswegen 3000 und dann ist Schluss. Gerold, ganz kurz für die Zuschauer, die nicht so in der Szene, in der Materie drin sind. Halbmarathon und es ist eine kernige Strecke. Ja, das ist ganz klar. Das ist eine der schwersten Strecken, die ich überhaupt kenne. Trotzdem, die Läufer sind gut vorbereitet. Wir haben hier ein Vorbereitungsprogramm gemacht die letzten 10 Wochen hier mit dem Lauftreff zusammen mit Sportreble. Das hat gut funktioniert und die Läufer wissen Bescheid, dass es hier zur Sache geht. Aber man muss natürlich die Ziele auch dementsprechend setzen. Ja. Bestzeiten sind hier normalerweise nicht möglich. Ausnahme Dieter Baumann vor 10 Jahren ungefähr, der hier Streckenrekord lief mit 1,07. Okay. Breite und Spitze. Das ist wahr. Wir legen Wert darauf, dass die Breite hier zur Geltung kommt. Und von den 3000 sind ja auch fast alles Breitensportler. Aber wenn dann eine Mocki hier in der Nähe wohnt und mitmacht, ist es natürlich ein Leckerbissen für alle. Und da sind wir mal sehr gespannt, ob da nicht der Streckenrekord wackelt. Alles, was im Sendegebiet sozusagen Läufer Rang und Namen hatte, war am Start. Und Johannes hat es ja bereits angedeutet, mit der deutschen Ausnahmeathletin Sabrina Mockenhaupt reihte sich ein Star der Szene hinter der Startlinie ein. Bei Temperaturen knapp um den Gefrierpunkt tat Bewegung gut, endlich also der Startschuss und ab gingen die insgesamt 3 Läuferwellen. Gerold, unfassbar. Wir sind jetzt wirklich im Grunde genommen ins Auto gehechtet hier raus, ans Heuberger Tor. Jetzt kommt da schon der Erste. Ja, nach 10 Minuten, nach knapp 10 Minuten, der Erste, das ist der Vorjahressieger Jens Ziganke. Er gehört zum Favoritenkreis, macht einen guten Eindruck hier, aber da ist das Rennen noch ganz frisch, 3 Kilometer. Peter Obinauer, Markus Weislatzki, Lorenz Baum und Daniel Noll. Das sind die Simon Friedrich, Geburtstagskind. Ja, genau, der Simon, der schnellste Postbote, heute Geburtstag. So, die Mocki ist da und knapp dahinter die Anais. Ja, das ist auch vernünftig. Mocki wird, denke ich, stärker sein als die Anais, aber das ist immer noch eine super Zeit, noch keine 12 Minuten. Also 3 Kilometer Marke haben sie jetzt passiert und sind jetzt bei 11 Minuten. Also das ist eine richtig gute Zeit. Ja, Michael Gönner, einer der Sieger der letzten Jahre, Triathlon-Profi. Und schon die dritte Frau, das ist die Hanna Arndt. Heuberger Tor, Anstieg, das heißt, da geht der Puls schon richtig schön nach oben, die Poren öffnen sich. Ja, das ist ja klar. Hier eine Berglaufspezialistin, die Katrin Köngelter, die hat ja 2 Läufe gewonnen, sowohl am Zollernberglauf als auch um den Schluchsee herum. Und jetzt kommen natürlich schon die gut trainierten Herren, die sich natürlich gerne im Sog der schnellen Frauen. Hier nochmal Caroline Degenhardt, die war früher mal deutsche Meisterin im Schwimmen, hat sich jetzt aufs Laufen konzentriert, war auch im Vorbereitungsprogramm immer dabei, als 5. Frau. Es sieht so aus, als ob sich die Gruppe wieder gebildet hat. Lorenz Baum macht Druck, Jens Ziganke, Daniel Noll und Peter Obenauer. Überraschend für dich, Johannes, jetzt hier die Spitzengruppe? Ja, ich vermute mal, dass die sich auch Markus Weislatzko das nochmal vorgenommen haben, ein bisschen einzuteilen. Die Sache ist hier noch längst nicht entschieden und deswegen sehr logisch eigentlich, dass die sich nochmal in die Gruppe getan haben. Ich zitiere Johannes, schnellster Postbote der Welt. Ja, das ist der Simon Friedrich, der hat nicht nur heute Geburtstag, sondern der wurde vor 14 Tagen vom Hund gebissen. Und da hat er eine Woche pausieren müssen mit dem Training. Also es kann schon sein, dass es ihn ein bisschen handicapt. Johannes, wir haben die erste Frau jetzt demnächst bei Kilometer 7. Ist das schon eine Vorentscheidung? Ich muss jetzt mal abwarten, wie die Distanz ist. Das ist Mocki, genau. Die läuft in einer Traube von Männern, aber alleine, das könnte natürlich schon eine Vorentscheidung sein. Jetzt sind wir mal gespannt, wie viel Zeit sie schon zwischen sich und der Verfolgerin
Ich glaube, das ist dann die Anais gebracht hat. Aber klar, wenn die Moki jetzt schon mit dem Vorsprung am Start ist, könnte schon eine Vorentscheidung sein. Jetzt haben wir hier gerade Cece gesehen, die alten Kämpfer sozusagen. Ja, der Cece ist ja in der Trainingsgruppe von Mockenhaupt ungefähr gleich schnell. Aber Mockenhaupt wird jetzt deutlich Druck machen. Ich denke, dass sie schon wieder richtig gut drauf ist. Sie hat auch gut vorbereitet, obwohl sie ja 6 Wochen weg war vom Fenster. Sie hat ja eine schwere Verletzung gehabt. Die Anais ist aber erstaunlich gut drauf heute. Nur knapper Rückstand auf Mockenhaupt. Bei Brillinger Orthopädie steht der Mensch im Mittelpunkt mit am Kunden orientierter Dienstleistung und bester Beratung. Hier finden Sie Hilfsmittel, die das Leben erleichtern, Behinderungen ausgleichen und Mobilität zurückgeben können. Brillinger Orthopädie in Tübingen, Reutlingen, Rottenburg und Mössingen. Übrigens, bei Brillinger gibt's auch nützliche Weihnachtsgeschenke für Ihre Gesundheit. Das AMW Autohaus Wetzel ist Ihr Partner für Audi, Volkswagen und VW-Nutzfahrzeuge in Tübingen. Besuchen Sie auch unsere neue AMW-Gebrauchtwagenwelt mit ständig über 150 jungen und günstigen Gebrauchten in der August-Bebel-Straße 6, gleich bei Autohaus Wetzel. Technik erster Klasse gibt's bei Elektrobetz in der Eberhardstraße in Tübingen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik und Haustechnik sowie die neuesten Techniktrends. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Elektroinstallationen und haben eine eigene Meisterwerkstatt. www.elektrobetz.de. Ja, Jens Di Ganke mit einem knappen Vorsprung von ungefähr 100 Meter. Ich sehe hier Baum, Lorenz Baum und Peter Obenauer. Und ganz knapp dahinter Markus Weiß-Lasko. Johannes, Kilometer 15, Jens mit riesigem Vorsprung, das Ding ist durch. Das kann man annehmen, aber ich möchte mal, also er sah super aus, das ist vielleicht auch so, aber wir haben hier schon vieles erlebt. Zwischen 15 und 19, wenn die hier wieder zurückkommen, das kann nochmal auch eng werden. Ich will aber jetzt hier gar nichts prophezeien, das sah sehr gut aus von Jens. Die Mocke ist es und ich meine, Läuferin von dieser Klasse hat sich die Strecke vor 3 Wochen angeguckt und weiß jetzt genau, was auf sie wartet. Die macht jetzt hier noch einen sehr, sehr, sehr souveränen Eindruck, spritzig. Hält das Tempo hier am Ende des zweiten Anstiegs, das ist schon ziemlich sehr, sehr souverän. Ja. Und das sieht auch nicht so aus, als wäre direkt hinter ihr eine Verfolgerin. Die Anais hat offenbar den Rückstand nicht verkürzen können und damit ist es wohl eine ganz klare Angelegenheit für die Mocki. Johannes, die Läufer, die wir hier sehen, das sind keine Läufer, die jetzt geschlagen sind, weil sie vielleicht nicht auf dem Treppchen stehen. Das sind top durchtrainierte Athleten. Das sind top durchtrainierte Athleten, absolut. Die sind alle weit unter 1,30 noch und die trainieren natürlich auch entsprechendes Volumen. Das sind alles Läufer, die in der Woche über 100 Kilometer trainieren. Und wer hier mit so einer Form beim Battleweg so hier hochkommt, ja, das sind alles sehr ambitionierte Läufer und geschlagen in keiner Weise. Das ist alles Top-Niveau. Halt, Micha Göhner. Bleibst du drauf auf der Micha Göhner, auf der Blaue? Micha Göhner, Triathlet, Profi-Triathlet mit einer langen Leidensgeschichte und das sieht man ihm auch ein bisschen an. Sieht man ihm an, aber es freut mich unglaublich, dass wir haben ja gerade gesagt, was das für ein Niveau ist, auf dem hier gelaufen wird, wenn man zu dieser Zeit hier bei Kilometer 15 ankommt. Das zeigt seine sportliche Haltung und die Klasse, die er auf jeden Fall hat. Das gehört jetzt ihm, der Moment. Fantastisch. Nummer 1 wird Nummer 1. Genauso. Markus Weiß-Latzko hat es noch auf die Nummer 2 geschafft. Fantastischer Schlussspurt. War am Heuberger Tor, Kilometer 15, ja noch auf Platz 4 und hat sich da hervorgekämpft. Wunderbar. Lorenz Baum. Und Lorenz Baum ist ein Kämpfer und das haben wir ja, wurde auch schon am Heuberger Tor gemunkelt, dass der sich noch hervorkämpfen kann und hat er gemacht. Lorenz Baum. Damit das Podium perfekt.
Allemal, das ist schon mal sicher. Gerold, und die Sabrina Mockenhaupt läuft dem Ziel entgegen mit neuem Streckenrekord. Ja, das kann man jetzt sagen, 100 Meter vorm Ziel, Arm in Arm mit Nikolaus. Es wird so eine Zeit um die 1,20 anfangen sein. Also tolle Leistung von der Sabrina Mocki, wie wir sie alle nennen, 41 Mal deutsche Meisterin. Ich freue mich, wieder eine neue Siegerin in Tübingen begrüßen zu können. Super, ja, also ganz toll. Und der Cece begleitet. Cece hat abgekürzt wahrscheinlich, oder? Cece, hast du abgekürzt? Oder bist du mitgelaufen? Nein! Toll, toll, 1,20. Ja. Hektik im Zielraum. Die weiteren Platzierten kamen dicht gedrängt über die Transponderschiene. Der Vollständigkeit halber vor den O-Tönen noch die Namen der Damen 2 und 3. Anais Sabrier LAV Tübingen, Katrin Küngerter, Post SV Tübingen. So, und nun gibt's wie versprochen die Einschätzungen der Athleten. Mehr zum Nikolauslauf 2016 dann in den nächsten Tagen. Das ist einfach ein Traum. Also, ich habe die letzten 5 Monate echt gelitten und gezweifelt, ob ich überhaupt jemals wieder Spaß haben kann am Laufen. Und heute war es so toll, hat so einen Spaß gemacht. Und, ja, ich bin einfach nur glücklich jetzt. Die Strecke nicht einfach, sie ist schwierig. Nein, nachher bin ich die Berge, wäre schon am liebsten hochgegangen, aber das geht ja nicht. Also, war richtig hart. Aber nur die Harten kommen in den Garten, oder? Also, Gratulation noch. Danke, ciao. Anai, erzähl uns, wie lief es für dich heute? Das war ein fantastisches Rennen mit einer wunderbaren Zeit. Ja, also ehrlich gesagt, ich bin wirklich mega erstaunt, dass ich habe jetzt, ich bin schon bei 8 Sekunden schneller gelaufen oder so, und wenn die Mucki nicht gelaufen wäre, hätte ich den Rückgang geknackt. Und also ich bin echt überrascht, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Jahr diese Form, ich bin nicht so in Form, und also am Ende, ich habe wirklich noch gezogen und ich habe mir wirklich noch, und dieses Jahr habe ich meine Uhr fast nicht geschaut, weil ich habe gedacht, ja, die Mucki ist sowieso vorne, und ich war echt froh, und meine Freundinnen auch waren dabei und sie haben mir am Ende noch wirklich, also viel angefeuert, und dann ich könnte einen super Sprint machen. Jens, Gratulation, du kennst das Gefühl. Ja, aber es war heute wieder einfach geil. Es war einfach eine besondere Atmosphäre hier. Und dieses Jahr war eine besonders starke Gruppe mit Markus, mit Lorenz, die alle ihre Bestzeiten noch deutlich schneller haben wie ich. Und von dem her war es heute wieder ein super geiler Tag. Ein harter Fight, Lorenz. Ja, heute war es richtig hart. Aber die Kälte habe ich ein bisschen gespürt. Und wir waren ja relativ lang zusammen. Und von daher war es echt ein langer Kampf. Markus, nochmal, war das für dich auch ein bisschen ein taktisches Rennen, dass du zum Schluss wusstest, da kann ich nochmal was rausholen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt 4 Wochen ziemlich viel Kilometer gemacht. Bin auch die Woche jetzt noch 160 Kilometer gerannt. Und von dem her wusste ich, wenn überhaupt, dann kann ich es nur machen über ein gleichmäßiges Rollerrennen. Und ich wusste nicht genau, ob es dann reicht für 1, 2, 3, 4, 5. Kurz habe ich mal gedacht, ah, wer weiß, vielleicht kriege ich einen Jens noch. Aber dass ich dann Zweiter geworden bin, freut mich mega, weil ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das aufs Treppchen reichen wird heute. Und von dem her ist der zweite Platz für mich wie ein Sieg heute. Ja, es war ein ziemlich schnelles Rennen von Anfang an. Wir waren, glaube ich, eine Fünfergruppe. Ja, ich habe versucht, möglichst lang dran zu bleiben, weil ich gemerkt habe, wenn man bergab ging, es war ziemlich hart. Und ja, so auf der zweiten Hälfte, nach dem längeren Bergabschnitt im Wald, da war dann der Ofen ziemlich aus. Da wurde es dann hart für mich. Peter, großartiger Schlusssport, wie lief es denn während des Rennens? Also während des Rennens war es so, ich komme Berge nicht so gut hoch, heißt, ich habe an jedem Berg runter richtig Druck gemacht. Ja, es lief gut bis Kilometer 16, 17, da war ich noch Platz 3. Und dann kam der Markus von hinten und hat uns halt so zerstört, in Anführungsstrichen. Und ja, der Schlusssport war jetzt kein richtiger Schlusssport mehr leider, weil meine Waden haben ziemlich zugemacht, die Kälte, die Knie waren ziemlich, sind jetzt noch ziemlich kalt, und deswegen, ja, vierter Platz, starke Zeit, ja, bin ich zufrieden. Es war sehr hart, vor allem, dass ich erst seit Montag wieder im Training bin, weil ich habe im Training noch den Hund gebissen, und seitdem her bin ich seit Montag wieder im Training. Also, ja, ist okay, ich bin zufrieden.
Und so langsam kommt der Motor wieder, so langsam läuft es wieder. Ja genau, umso schöner, dass ich wieder nach all der Abstinenz wieder hier starten kann. Und ja, ich bin total glücklich, gerade ins Ziel gekommen und immer wieder eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Unter 1,30 bei dieser Strecke, das ist alle Achtung, eine klasse Leistung. Ja, das war das Ziel, aber es war knapp. Das ist mein Vereinskamerad hat mich gezogen. Dann habe ich es geschafft. Aber es ist hart. Ja, der Lauf ist immer anstrengend, aber heute mit der Kälte, mit der kalten Luft war es gar nicht besonders anstrengend, aber schön war es trotzdem. Ja, und wie immer über 3000 Läufer und eigentlich ein schöner Abschluss auch hier so in der Region, was Laufveranstaltungen anbelangt. Also das macht diesen Lauf aus. Das ist der Abschluss der Saison. Es trifft sich die Läuferszene. Man kennt sich, man sagt Hallo. Das ist einfach schön.